Ja, grüß euch, meine lieben Freunde. Ja, Netzwerktreffpunkt GVA sucht Unterstützer. Und zwar, was ist da damit gemeint? Und zwar, es wird sicherlich viele von euch schon draußen gehört haben, dass ja immer mehr Gruppen sich jetzt zusammentun. Wir wissen oft nicht, wo wir hingehen sollen. Von den Räumlichkeiten her ist es oft ein bisschen problematisch. Viele haben schon Vereinsstrukturen, natürlich geht es nur in Form eines Vereins, dass man dann sowas machen kann. Und wir sind jetzt auch, mit unserem GVA-Verein, suchen wir jetzt einfach Räumlichkeiten. Und wir haben sich schon das eine oder andere Objekt angeschaut, also wir wollen was anmieten und haben da jetzt zum Beispiel etwas ganz Interessantes gefunden. Und zwar, das ist in Linz, Linz-Wegscheid, in diesem Industriegebiet. Da gibt es sozusagen eine Art, ja, großer, so eine Art wie Vereinsräumlichkeiten, wo man sagt, ja, das sind ungefähr 140 Quadratmeter. Also 140 Quadratmeter mit einer kleinen Küche, da sind Klos dabei, da ist zum Beispiel ein großer Raum oder ein großer Raum und ein kleiner Raum, wo man sagt, okay, da kann man Vorträge machen, da kann man Veranstaltungen abhalten, wie auch immer, eben wie gesagt Vereinstreffen dort machen und ist eine total optimale Lage, also dort sind Parkplätze vorhanden, da stört man keinen, das ist in keinem Wohngebiet, ist aber zugleich, also es ist näher Infracenter. Und zwar, da kann man dann auch mit Öffis hinfahren, ist also wie gesagt absolut ideal von der ganzen Verkehrsanbindung. Ja, und da haben wir einfach jetzt so eine Räumlichkeit gefunden und jetzt geht es natürlich darum, zum Beispiel in dieser Größenordnung, du musst ja dann Ablöse zahlen, du musst Kaution zahlen, Maklergebühren, da musst du ein paar Sachen rein investieren, du musst Tisch aufstellen und da haben wir schon gerechnet, es ist jetzt ganz egal, weil wir haben jetzt sozusagen das einmal abgegeben, so ein Kaufangebot von uns, aber das Ganze zu finanzieren, das ist in etwa, sind das 4.000 Euro. Und das heißt also nicht nur diese Räumlichkeit, wir haben sich auch andere Räumlichkeiten angeschaut, also man wird immer wieder so in die Preisklasse kommen zwischen 4, also das ist schon das Minimum, dass man sagt, für diese Räumlichkeit, wenn du dir was anmietest, jetzt mit den ganzen Nebengebühren, dass du, sage ich mal, so circa auf, in diesen Größenordnung auf 4.000 Euro aufwärts musst du sozusagen als Verein das Ganze schon mal hinlegen. Und daher eben dieser Aufruf an Menschen da draußen, die was sagen, hey, es ist voll super, was da geplant ist, da werde ich dann nachher noch weiter in die Tiefe gehen, was wir dann dort geplant haben, welche Aktivitäten. Aber zunächst einmal, dass man sagt, okay, was ist überhaupt dieser Grundgedanke, dass man sich da jetzt dort sowas anmietet. Wie ich schon eingangs gesagt habe, und zwar sind ja viele, die was sie draußen immer irgendwo treffen. Natürlich sollte das Ganze dann einmal auch in einem Rahmen des Vereins gestaltet werden. Das heißt, natürlich jede Gruppe wird wahrscheinlich einmal irgendwann so eine Art Vereinsgründung machen, dass man dann wirklich sagen kann, okay, dort ist man dann in einem geschlossenen, gesicherten Bereich, in einem Vereinsrahmen und dort kann man sich dann zusammensitzen und treffen. Und auf jeden Fall geht es darum, dass wir da jetzt endlich einmal was schaffen wollen, was ich sage immer so Hand und Fuß hat, ja, wo man weiß, okay, dort gibt es einen Treffpunkt, dort kann ich hingehen, da ist auch tagsüber offen, da ist meistens wer da, dort finden regelmäßig, eben wie gesagt, irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Diskussionsrunden statt oder gemütliche Abende. Man kann sich ja dann so viel machen, je nachdem, wie sich dann die einzelnen Gruppen oder die Gemeinschaft einfach das sozusagen vorstellt, ja. Auch was ganz interessant ist ja für unser Jugendnetzwerk, haben wir auch schon gesagt, wir suchen ja schon eine ganze Zeit immer auch in Kombination mit meinem Sohn, mit Marco. Es wisst ihr, der Marco hat dieses Jugendnetzwerk.
Und da gibt es natürlich auch in der, von der Jugend her sehr viele Linzer Jugendliche, die was einfach auch nichts wo finden. Ja. Und es ist natürlich dann interessant, wenn man sagt, die haben dort auch einen Treffpunkt, die können sich dort ja, auch vernetzen, treffen, die können dann einmal untertags dort hingehen, daten oder irgendwelche Gesellschaftsspiele machen oder wie auch immer, wie man sich da das Ganze eben gestaltet. Auf jeden Fall wirklich so eine Art Oase oder eine Arche, wo man einfach weiß, okay, hey, in Linz, dort gibt es einen Treffpunkt und das ist eine super Sache. Und dann natürlich kann man ja Kooperationen machen, wir mit dem GVA, mit einem anderen Verein, dass man sagt, okay, boah, ich wollte mir an einem gewissen Tag das vielleicht dort nützen und so weiter, aber da kann man sich ja dann im Detail absprechen. Und das wäre mal so das Erste, dass man sagt, okay, das muss man irgendwie auf die Füße stellen können, diesen Betrag. Jetzt kann man jetzt hergehen und sagen, manche sagen, boah, das finde ich eine klasse Sache, da kann ich mal, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute ich da damit erreiche. Wenn einer sagt, ein 10er, ein 20er, vielleicht sind sogar großzügigere Spender dort, dass man mal überhaupt sagen kann, diese Basis, was uns das kostet, weil wir haben, unser Verein hat nicht diese Gelder, dass man jetzt sagt, okay, es ist jetzt so locker aus der Tasche zu finanzieren. Das heißt, wir müssen auch privat sehr tief dann in die Tasche greifen, wenn man jetzt wirklich sagt, man würde da jetzt 4.000 Euro auf die Füße stellen. Da wäre es natürlich super für Menschen da draußen, die sagen, hey, die wollen ein super Projekt machen da bei uns in Linz. Ja, da gebe ich einmal einen 10er, einen 20er, einen 50er, wie auch immer, wo, was euch halt so einer kommt. Und ich werde dann auch nächstes Mal dann berichten, wie viel das tatsächlich an Gelder hereingekommen ist und wir werden dann einfach schauen, okay, das und das ist halt einer gekommen und wir werden dann schauen, dass wir dann auch entsprechend dann diese Vereinsräumlichkeit dann uns anmieten. Für uns ist es natürlich dann einfacher, weil wie gesagt, es ist irrsinnig schwierig, privat sozusagen das Ganze zu stemmen oder einfach privat in unserem Verein das hineinzugeben. Wäre natürlich wesentlich einfacher, wenn man sagt, man hat wirklich viele, viele Menschen da draußen, die was sagen, oder viele aus unserem Umfeld, die was uns da helfen, einmal diese Grundfinanzierung ja, irgendwie zu ermöglichen. Wie gesagt, da müssen wir ungefähr auf 4.000 Euro kommen und wenn das klappt, dann ist das auf jeden Fall für uns schon mal eine wesentliche Erleichterung. Und das andere ist dann ja diese laufende Finanzierung. Also das wird, ich sage mal, so in etwa ein bisschen so im Schnitt ca. 1.000 Euro plus sein. Also man hat natürlich dann ein bisschen Betriebskosten und Aufwände und so weiter. Also das heißt, da muss man dann auch jedes Monat schauen, dass da eben entsprechend was hereinkommt. Natürlich versuchen wir auch schon jetzt mit unseren GVA-Mitgliedern, dass man sagt, hey, wie schaut das aus? Wie viel müssen wir schauen, dass man sagt, mit 10 Euro, 20 Euro im Monat, je nachdem. Wir wollen da auch, dass auch für Menschen leistbar ist, weil wir wissen, unser Verein heißt Grundversorgung, Verteilungszentrum Austria. Das heißt also, wir versuchen ja eben auch Menschen, denen es nicht finanziell recht gut geht, da auch zu helfen. Das heißt also auch, was dann im Verein alles hereinkommt von unseren Mitgliedern. Ihr wisst, wir haben ja auf der einen Seite auch jetzt das Projekt, wo wir dann im Frühling schon die ganzen Nahrungsmittel anbauen und so weiter. Das wird natürlich dann auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, viele können dann, oder der eine oder andere kann dann kommen, kann dann reinschauen in unsere Lagerräumlichkeiten, hey, da gibt's was. Oder man kann einmal einen Kochabend machen oder einfach, ja, wie gesagt, einen Diskussionsabend, einen Dokumentationsabend mit einem Beamer, wo man sich dann einmal vielleicht einen Film anschaut und dann anschließend die Diskussionsrunde macht. Also da gibt es dann so viele Möglichkeiten und gerade jetzt in der Zeit, glaube ich, ist es total wichtig, dass man einfach so hat wie irgendwie gemeinschaftlich, dass man sich ein Zuhause schafft. Ja. Und das, ja, das ist mir einfach ein total ein großes Anliegen, ein persönliches Anliegen und ja, ich brenne dafür, ich hoffe, dass das zustande kommt. Wir wollen auch dann, das haben wir auch gesagt, in dieser Räumlichkeit auch so eine Art YouTube-Eck machen oder ein Interview-Eck. Da werden wir dann auch ein bisschen so eine Art ein Studio machen, so wie ein YouTube-Studio, wo wir dann schon ein bisschen professioneller arbeiten. Wir können dann auch interessante Gäste einladen. Ja, wir haben jetzt auch ein gutes Netzwerk aufgebaut von unseren YouTube-Interviewpartnern. Da werden dann vielleicht auch regelmäßig dort dann auch YouTube-Videos gemacht.
Und wir werden auch dann immer interessante Leute einladen. Da können dann ja die Mitglieder dann zuschauen bei diesen YouTube-Drehs. Im Hintergrund hat man dann vielleicht eine kleine Bar, ja, da kann man sich dann was zum Trinken holen. Also so richtig eine relaxte, gemütliche Atmosphäre. Und ja, und das ist einfach, ich freue mich schon drauf, wenn das einfach, wenn wir das haben und wenn das wirklich uns aufgeht. Und ich glaube, jeder Einzelne da draußen, was sie denkt jetzt, okay, ich lasse mich von meinem Gefühl jetzt leiten, spürt sich das jetzt gut an oder spürt sich das nicht gut an, der ist jetzt aufgerufen, dass man sagt, hey, okay, ich gebe da einen Beitrag, unterstütze das Ganze einmal, dass die Grundfinanzierung überhaupt einmal möglich wird. Wie gesagt, sind alle aufgerufen, Freunde, Verwandte, Bekannte. Unser Verein, also wir haben dann immer schon mit Herzblut aufgebaut, also die Claudia, der Michi Purner, ich, der Mario, also wir haben schon seit 2017 unser Verein und unser Kernteam, also alle, die uns kennen, die wissen, dass wir immer eigentlich schauen, dass wir das Beste rausholen können für die Menschen und die Menschen aus unserem Umfeld. Und ja, jetzt hat sich einfach diese Möglichkeit geboten, die Zeit ist jetzt einfach reif dafür. Und ja, wie gesagt, das eine ist dann diese Finanzierung, circa die 4.000 Euro, dass wir die irgendwie zusammenbringen. Und die andere Seite ist eben die laufende Finanzierung. Da möchte man einfach schauen, dass wir das mit den Mitgliedsbeiträgen dann eben finanzieren können. Wie gesagt, muss man mal schauen, wenn man sagt, wie viele Leute sind wir 50 bis 100 Leute, dann kann man wirklich sagen, okay, zwischen 10 und 20 Euro Mitgliedsbeitrag lässt sich dann die ganze Monatsmiete sozusagen finanzieren. Wir haben natürlich dann auch die ganze Verwaltung, das machen aber wir vom GVA, das heißt alles, was Buchhaltung ist, was Abrechnungssysteme ist, was Einkauf ist, wenn man sagt, wir müssen dringend einkaufen, wir schauen, die was aufbauen, dass wir ein kleines Regal haben, wo man das eine tun kann und so weiter. Also alles, was das Organisatorische rundherum da betrifft, da ist jetzt direkt das GVA, unser Kernteam, sehr gut aufgestellt, dass wir das machen können. Ja, würde mich also freuen, wenn man sich da irgendwie, der ein oder andere vielleicht, der was direkt uns anruft, der was sagt, hey, ich will mich da jetzt einmal informieren, was ist das genau, oder der eine oder andere sagt, das passt, das klingt voll gut, da helfen wir euch in GVA, auch in die anderen Länder, ob das jetzt andere Bundesländer sind oder auch selbst von Deutschland und so weiter, wo man sagt, okay, die haben zwar mit unserem Verein nichts zu tun, aber hey, das ist eine gute Sache, was die machen wollen. Die wollen eine Oase den Jugendlichen bieten, den Menschen, die da jetzt extrem leiden in der Krise, die haben sozusagen eine Arche, die finden dort irgendwo einen Rückhalt. Ja, da, wie gesagt, da ist man nicht komplett isoliert, ja. Ich habe dort einfach jemanden, Ansprechpartner, da kann etwas wachsen, da kann etwas entstehen. Abgesehen davon auch, dass man sagt, okay, wir können dort auch Vorsichtsmaßnahmen treffen, wenn ein Blackout kommt, wenn man sagt, wir haben halt in einen hinteren Raum, da können wir dann vielleicht gewisse Sachen dort schon bereitstellen und so weiter. Also man kann ja wirklich dann alles machen dort und ich sage einmal, da sind ja unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist einfach, dass man mal diesen Ort hat, diesen Treffpunkt hat, dieses, wo man sagt, okay, hey, wir Linzer oder Linz-Umgebung, wir haben was, wo wir wirklich dort immer hingehen können und wo einfach natürlich auch alles rechtlich abgesichert ist. Es sollte natürlich immer von Verein zu Verein sein, dass man sagt, man macht immer eine Kooperation mit einem anderen Verein, man macht eine Absprache, wie auch immer dann. Aber wie gesagt, es wäre jetzt einmal toll, wenn wir jetzt aus der Masse heraus da das finanzieren könnten. Wie gesagt, diese 4.000 Euro. Wir versuchen jetzt einmal mit diesem ersten Aufruf, wir werden wahrscheinlich noch weitere Aufrufe machen, weil man weiß jetzt nicht, okay, kommen ein paar hundert Euro einer, ist das noch zu wenig. Je mehr das einer kommt, desto mehr kann ich dann auch sagen, okay, ich kann auch in der Räumlichkeit, wenn man sagt, man gestaltet sich eine Bar da drin oder mal einen großen Kühlschrank oder einen Getränkeautomaten und so weiter. Ich meine, das kostet einen Haufen Geld. Aber in der Gemeinschaft, wenn man sagt, okay, man zahlt das ein, dann natürlich kann man sich dann voll schöne Sachen schaffen oder wie auch immer. Wie gesagt, das hat immer mit der Gemeinschaft zu tun. Und ja, ich hoffe, ich habe euch da damit irgendwie animieren können. Und seid auch bereit, da den einen oder anderen Euro uns zur Verfügung zu stellen. Auf jeden Fall würde uns gefallen. Ja, und wenn es vielleicht
Wenn es uns jetzt etwas überweist, also es wird jetzt alles eingeblendet, auch die Bankverbindung wird eingeblendet, dann bitte euch vielleicht einen Vermerk drunter, weil ihr wisst, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist ja GVA, wo ja auch regelmäßig das eine oder andere an Unterstützung hereinkommt von unseren YouTube-Videos und so weiter. Es ist schon wichtig, dass es immer sehr deklariert ist, für was das jetzt hereinkommt. Und das wäre jetzt sehr gut, wenn sie es unter Zweck eingibt, so Unterstützung für Netzwerktreffpunkt. Also Unterstützung für Netzwerktreffpunkt und so weiter und dann diesen Betrag dann. Und ja, ich hoffe, da kommt einiges zusammen. Werde ich vielleicht dann auch nur mal ein Video machen, vielleicht auch mit den Leuten, die was da wirklich das eine oder andere uns da zukommen haben lassen. Die werde ich vielleicht dann auch namentlich alle noch drei Aha runterlesen und ja, verlautbaren. Wir machen das einfach einmal so. Diese Aktion werden wir jetzt länger über ein paar Wochen machen. Ich werde nur mal wieder dazu machen. Wie gesagt, ich halte euch am Laufenden, wie viel das dann tatsächlich hereingekommen ist. Und schauen wir mal. Ja. Sind wir zuversichtlich und hoffen wir, dass wir bald eine kleine Arche in Linz haben. Ja, dann sage ich danke nur mal und danke im Voraus. Euch Michi, tschüss und pfiat euch.